Was glaubst du, wird sich durch Corona das Bankengeschäft grundsätzlich ändern? Gibt es da irgendwie einen Impact, den du siehst? Ja, ein paar Sachen. Corona hat natürlich einen riesen Impact auf die Wirtschaft. Und der Impact auf die Wirtschaft hat letztendlich natürlich einen riesen Impact auf die Banken. Wenn man, also ist keine Überraschung, Krediten und Kreditportfolios und Risiken werden natürlich, sind jetzt anders und Banken werden, es wird einen großen Negativ-Impact haben auf die Erträge der Banken. Das ist klar. Das ist vielleicht auch etwas in die nächsten 12 Monaten so. Es ist eine Krise jetzt. Ne? Schritt 2 ist natürlich mehr, wie arbeiten wir in der Zukunft? Ne? Lass uns sagen, die Krise wird einmal vorbei sein. Das zeigt uns die Geschichte. Einmal wird es hinter uns sein und werden wir anders arbeiten. Und ja, ich glaube schon, dass viele Banken natürlich digital unterwegs waren. Und wenn ich unsere eigene Bank anschaue oder die ABN AMRO, haben wir schon jahrelang viel mehr digital investiert und das wird natürlich so bleiben. Das Ich glaube, das gibt nochmal einen Schub. Also das Thema ja. Digitalisierung der Banken kriegt nochmal einen Schub. Also. Genau. So, ich glaube, dass vielleicht, ob das verschnellen wird sogar, das ist eine Sache, aber es ist. Ja, das wird in jedem Fall passieren. Und manchmal ist es auch bei uns ist nicht manchmal auch nicht eine Frage des Geldes, es ist auch mal eine Frage des Resources. Kann man das alles absorbieren, digital und in all diesen Projekten? Aber die Richtung ist klar. Und so ist massiven Impact, ja. Was?